werte Gäste, wie üblich das kurze Trainergespräch hier nach dem Spiel. Ich denke, wir haben heute ein spannungsgeladenes und recht nervenaufreibendes Spiel gesehen. Ich beglückwünsche erstmal unsere Gäste aus Werder zu diesem Punkt und beglückwünsche auch den Gastgeber zu diesem Punkt. Ich fange auch mit Matthias an. Matthias, taktische Marschroute aufgegangen, lange Angriffe ausspielen, hinten ordentlich zupacken. Vom Spielverlauf her, ist es für dich ein gewonnener oder verlorener Punkt? Erstmal schönen guten Abend, die Mann, dafür aus Thüringen und natürlich aus Werder, vielen Dank für die Unterstützung. Ich bin immer gerne in Thüringen, nicht weil ich jetzt einen Punkt geholt habe mit meinem Team, sondern ganz einfach, weil Thüringen ein schönes Land ist und ich mich ja immer sehr wohl fühle. Jetzt einfach mal zum Spiel zurück. Ich bin richtig stolz auf meine Mannschaft. Nach den langen Schlägen, die wir in den letzten Wochen erleben mussten, hat sie heute gezeigt, was in ihnen steckt. Das Potenzial ist also da, an dem habe ich auch nie gezweifelt. Ich habe sie nach den letzten Niederlagen ein bisschen wachgerüttelt und das haben sie, glaube ich, verstanden. Und man hat es in der ersten Halbzeit gesehen, so ähnlich wie in Bad Blankenburg, sehr diszipliniert gespielt. Genau das ist ja das, was wir machen müssen mit einer geringen Besetzung, mit zwei Rückraumspielern, wie gesagt, ein Außenspiel bei mir im Rückraum. Und deswegen bin ich sehr stolz auf diese Mannschaft, die heute den Punkt natürlich gewonnen hat. Wir hätten zwei Punkte holen können, wir hätten auch verlieren können, aber deswegen, ich denke, nach den zwei Halbzeiten geht es unentschieden absolut in Ordnung. Da kann einer über Schiedsrichter diskutieren, wie er will. Das ist einfach so. Wir haben eine Linie gehabt, wir haben die Sachen bestraft, die sie bestrafen mussten. Haben auch viele Sachen nicht gesehen auf beiden Seiten. Und damit muss man dann leben. Man sollte ganz einfach das honorieren. Und ich honoriere das meiner Mannschaft gegenüber. Eine ganz tolle Leistung. Energie ohne Ende mit den paar Leuten. Ich hatte zwei Auswechselspieler heute da. Einer hat fast gar nicht gespielt, die anderen haben zum größten Teil durchgespielt. Deswegen bin ich sehr stolz und sehr froh über diesen Punkt. Danke. Danke. Juris sind bei uns immer vor hier, das wissen wir reden nicht drüber, weil das ist schon besser so. Mario, was war in den ersten Halbzeit los? Was waren für dich da die entscheidenden Fakten, dass wir mit einem 5-Tore-Rückstand in der Halbzeit gegangen sind? Und was ist in der zweiten Halbzeit oder in der Halbzeit dann angesagt worden, dass wir links über das Kämpferische dann nochmal ein bisschen ins Spiel kommen? Ja. Erstmal Glückwunsch an Horst Werder zum Punktgewinn. Meiner Mannschaft absolut Glückwunsch zur Moral in der zweiten Halbzeit, wie sie sich nach 6 Toren Rückstand da rangekämpft hat und die Moral gezeigt hat, die Leidenschaft endlich aufs Parkett gebracht hat, die wir gefordert haben. Hut ab, da bin ich stolz. Aber genau diese Emotion und Leidenschaft haben in der ersten Halbzeit gefehlt. Horst Werder hat uns in der Deckung einen Schneid abgekauft, weil wir nicht das gemacht haben, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind immer wieder in die Zweikämpfe gegangen. Da steht Hoyerswerda robust, relativ kompakt, das wussten wir. Wir wussten auch, dass Hoyerswerda zwar angeschlagen ist, aber der Spruch, angeschlagene Boxer sind gefährlich, hat sich heute mehr als bewahrheitet. Ja, erste Halbzeit sind wir natürlich absolut nicht zufrieden. Zweite Halbzeit, ganz großes Lob nochmal an die Moral der Mannschaft. Danke ans Publikum, ihr wart eine super Unterstützung. Ihr habt heute einen riesen Hexenkessel daraus gemacht. Matthias hat was zum Schiris gesagt. Ich werde mich absolut dagegen hüten. Erfahrungswerte. Und deshalb Lob an beide Mannschaften. Es war ein spannendes Spiel. Unentschieden kann Horst Werder besser damit leben als wir. Und damit zurück. Matthias! Du hast einen relativ geringen Kader schon angesprochen. Wie sieht es aus? Ist irgendwas nicht geplant mehr einzukaufen, aber deine Verletzten, wie ist der Verletztenstand? Kommen wieder welche zurück? Was sind deine nächsten Spiele und in welche Richtung soll das dann weitergehen mit deinen Jungs? Ja, wir haben mit einem relativ kleinen Kader schon angefangen. Lag an der Situation in der Sommerpause mit dem Vorstand und so weiter, wo keiner so richtig wusste, wie es weitergeht. Ich habe dann zwei A-Jugendliche, die ich mit dazu genommen habe, überhaupt einen 14er, 15er Kader zu haben. Da bin ich mit Reisgerd mittlerweile auch den Verein verlassen. Der Torhüter ist nach Wien gegangen. Drei Leistungsträger verloren, das hat man nicht so gut kompensieren können. Aber wie gesagt, heute hat man gesehen, was geht. Der Ronny Eckert ist hoffentlich nächste Woche gegen Laura wieder einsatzfähig. Da hat heute die Erwerbung mitgemacht. Ringo Schäfer fällt die erste Halbzeit komplett aus. Dann habe ich zumindest mal Alternativen, wo man mal wechseln kann, wo man Verschnaufpausen schaffen kann für die anderen Leute.
dass die mich nicht 60 Minuten durchrammeln, weil ich muss langsam mal fassen, dass nicht die anderen jetzt sich immer verletzen. Und die haben alle schon kleine Bewegchen. Wir gucken immer nach dem nächsten Spiel dann. Nächste Woche Clara zu Hause. Ist ein schönes, interessantes Spiel. Clara als Aufsteiger, ich denke, die werden so eine Rolle spielen wie wir letztes Jahr. Das Schöne ist, wir sind eigentlich in jedem Spiel Außenseiter und können alles nur gut machen und besser machen. Und die Jungs, die sollten langsam mal diesen Druck zu Hause, das unbedingt gewinnen müssen, ablegen. Und genauso spielen wir auswärts. Vielleicht bestelle ich auch einen Bus nächste Wochenende vor dem Heimspiel und fahre mit dem mal eine Runde. Auswärtsspiel, dann läuft's vielleicht. Ja, danke. Gut, danke schön, Matthias. Dazu wünschen wir natürlich euch und also dir und deiner Truppe und dem gesamten Handballverein, den Fans und allen, die dort sind, weiterhin recht viel Erfolg. Mario, nächste Woche Radis, danach der nächste Hammer, die HG Köthen. Willst du dir ein Beispiel nehmen an Matthias? Heimspielpunkte gewinnen, Auswärts- und Siegerheim gewinnen. Wollen wir auch eine Runde fahren? Wir nehmen die zwei Kleinbusse. Ja, kann man kurz und knapp zusammenfassen. Erst kommt die Pflicht, dann kommt die Kür. Wir müssen und wollen den Rates gewinnen. Rates ist auch nicht so gut gestartet wie Hauswerda. Das denke ich mir, das wird von der Spielsituation her ähnlich werden. Wir werden nächste Woche leider auf zwei Leistungsträger verzichten müssen, was längerfristig geplant war. Kleiner Kader wird überschaubar, aber man verspielt sich da auch besser. Ja, Rates werden wir uns ab morgen mit der Videoanalyse beschäftigen und die Mannschaft nächste Woche konsequent darauf einstellen. Ganz, ganz schweres Spiel. Rates steht mit dem Rücken zur Wand, zu Hause immer für immer für ein super Ergebnis gut. Haben sich mit dem Mike Wolf und DFK Leipzig gut verstärkt nochmal. Bringt ganz viel Routine mit aus der zweiten Liga aus. Ja, und danach werden wir zu Hause sehen, was gegen Köthen passiert. Da sind wir endlich mal Außenseiter. Und da haben wir nichts zu verlieren. Wir hoffen auf eine volle Hütte hier. Lautstarkes Publikum, so wie heute. Da sind wir Handball Spaß. Da sind Emotionen gewährleistet. Und ich denke mal, rundum heute zufrieden. Nächste Woche zwei Punkte wäre ich zufrieden. Danach gegen Köthen. Schauen wir mal. Ja, Dankeschön, Mario, für die offenen und ehrlichen Worte. Es ist natürlich so, ich möchte das auch an dieser Stelle nochmal sagen, auch nochmal, die Mannschaft bringt es rüber durch Leistung, ihr bringt das durch eure Unterstützung rüber, das haben sowohl die Hoyerswerda-Fans gemacht, die in geringer Anzahl da waren, aber ihre Truppe unterstützt haben und natürlich auch ihr als Publikum hier in Hamburg und davon auch nochmal von meiner Seite aus einen ganz, ganz herzlichen Dank und wir beenden jetzt dieses Trainergespräch. Ich wünsche allen beiden Mannschaften noch weiterhin viel Erfolg und euch allen noch ein schönes Wochenende.